Hi, ich bin der Luca und das heutige Thema ist ein sehr wichtiges Thema für mich. Und zwar, es geht wieder um den Penisaufbau, die Phalloplastik, weil ich jetzt behaupten kann oder sagen kann, dass ich einen Penis habe. Ich bin jetzt ungefähr einen Monat Post-OP und heute möchte ich euch einfach ein Update geben zu verschiedenen Dingen. Ich kann alles, was es zu erzählen gibt, nicht in ein Video reinpacken, deshalb denke ich, ich werde noch mehrere Videos machen, weil es einfach super, super viel zu erzählen gibt. Mit dem heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ich meinen Arm mittlerweile bewegen kann. Ich muss ihn noch verbinden. Ich werde euch ein paar Bilder zeigen und vor allem ganz wichtig, ich werde euch erzählen, wie es mir jetzt mit dieser Veränderung geht, wie es mir jetzt einen Monat Post-OP geht und wie es mir so im Krankenhaus etwa ergangen ist. Und ja, dann würde ich sagen, let's go! So, zuallererst in diesem Video möchte ich eben über meine Gefühlslage sprechen. Das ist nämlich, glaube ich, die häufigste Frage, die mir bisher gestellt wurde auf Instagram, wie es mir denn geht. Jetzt, einen Monat Post-OP, muss ich sagen, mir geht es sehr gut. Also über diesen Fakt, dass ich jetzt einen Penis habe, was ich jahrelang wollte, also eigentlich mein ganzes Leben lang wollte, bin ich sehr, 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 sehr glücklich. Ich kann es gar nicht wirklich richtig beschreiben, wie sich das für mich anfühlt. Aber ich muss sagen, ich wurde operiert. Ich wurde relativ lang operiert. Ich wurde 12 Stunden operiert. Vielleicht wissen das schon einige. Das habe ich auf Instagram erzählt. Also ich habe auf Instagram übrigens so ein bisschen versucht, euch mitzunehmen. Ich habe auch ein Story-Highlight gemacht. Also falls ihr da vorbeischauen wollt, dann schaut gerne mal beim Instagram vorbei. Und ja, genau. Ich wurde eben 12 Stunden lang operiert. Einige fragen mich dann immer, warum wurdest du so lange operiert? Weil normalerweise heißt es ja 5 bis 8 Stunden. Das ist so ein Richtwert. Und bei mir ist nichts schiefgegangen oder es gab keine Komplikationen in dem Sinne, sondern manchmal dauert es einfach länger, weil jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Körper ist unterschiedlich. Und das hat mir auch die Urologin gesagt, die mich operiert hatte, dass es einfach manchmal länger dauert. Und bei mir hat es nun mal 12 Stunden lang gedauert. Was ich aber eigentlich sagen wollte, als ich aufgewacht bin nach diesen 12 Stunden, das Gefühl, das ich hatte, ich meine, klar, ich war super fertig, ja, ich war total fertig. Ich hatte auch etwas Schmerzen im Arm, war aber aushaltbar. Jedenfalls, es war so ein erleichterndes Gefühl. Ich kann es wirklich gar nicht genau sagen, wie erleichternd es war. Aber es war ein krasses Gefühl und es war ein schönes Gefühl. Ich habe natürlich meinen Arm gesehen, der verbunden war. Und ich habe unten nicht wirklich was gespürt. Aber ich konnte ja mal unter die Decke schauen. War zwar alles verbunden, aber ich habe gewusst, der ist jetzt da und der ist jetzt dran. Ich war überglücklich darüber. Und vor allem diese ganzen Gedanken, die ich davor hatte. Ich habe ja in mehreren Videos darüber gesprochen, was für Gedanken ich mache, was für Zweifel ich habe, was für Ängste ich habe und so weiter. Die waren auf einmal weg. Und zwar so, die waren einfach weg, von heute auf morgen sozusagen. Okay, 12 Stunden später waren sie auf einmal weg. Und das war ein wunderschönes Gefühl. Trotz alledem war es keine leichte Zeit. Ich war 3 Wochen lang im Krankenhaus, ein bisschen länger als 3 Wochen. Und meine Familie und meine Freunde durften mich ja nicht besuchen wegen Corona. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, als es war. Aber natürlich ist es natürlich schöner, wenn man da auch Unterstützung hat. Natürlich hatte ich Unterstützung, aber es war halt einfach niemand so anwesend. In dem Sinne habe ich auch viele Momente alleine durchgemacht, wo ich jetzt im Nachhinein einfach auch stolz auf mich bin, dass ich das irgendwie alleine durchgezogen habe. Aber natürlich wäre es schön gewesen, in gewissen Momenten jemanden bei mir zu haben. Wie gesagt, es war nicht die schönste und leichte Zeit, die ich in meinem Leben hatte. Es war nicht 3 Wochen Urlaub. Es war, ja, es waren Ups and Downs. Also ich will nicht sagen, dass wirklich jetzt komplett alles schwierig und schlecht war. Ich hatte schöne Momente, in denen ich mich glücklich gefühlt habe. Es gab aber auch einfach einige Momente, in denen ging es mir nicht gut. Ich habe auch einige Tränen vergossen, muss ich ehrlich sagen. Nach so einer OP kann man sich bestimmt vorstellen, wie es einem geht. Die erste Woche war vor allem für mich körperlich sehr anstrengend und schwer. Ich konnte nicht gut schlafen. Also die ganze erste Woche konnte ich eigentlich überhaupt nicht gut schlafen. Ich war nachts immer 3 bis 5 Stunden lang wach und ich hatte auch keine große Lust, mir irgendwie was anzuschauen auf Netflix oder so. Ich habe, wenn dann, Musik gehört oder, um ehrlich zu sein, einfach nur aus dem Fenster geschaut. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen traurig an, aber ja, ich habe einfach diese Zeit für mich gebraucht. Ich hatte auch nicht so die Energie, mich auf irgendwas großartig zu konzentrieren. Ja, ich will einfach ehrlich sein und es ist mir einfach wichtig, dass es hier auf diesem Kanal wirklich, dass ich alles ehrlich erzähle und es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, ja, es ist alles super toll und schön gewesen. So ist es leider nicht und dieser ganze Weg ist nicht einfach. Das, glaube ich, ist jedem irgendwie bewusst
Und um an sein Ziel eben zu gelangen, muss man einfach viel Schweiß und viele Tränen vergießen. So ist es einfach. Aber es lohnt sich. Und die Zeit geht vorbei. Ich bin jetzt einen Monat Post-OP, mir geht's körperlich gut. Ich habe keine Schmerzen mehr oder so. Natürlich kann ich noch nicht alles machen. Ich darf auch noch keinen Sport machen. Ich darf noch nicht lange sitzen. Einfach weil am Bauch ja der Anschluss gemacht wurde. Da wurden ja Blutgefäße und Nerven vom Penis angeschlossen. Und da wurden eben auch Muskeln durchtrennt. Und deshalb darf man da noch nicht lange aufrecht sitzen. Ja, aber so von der Psyche her geht es mir sehr gut. Ich muss auch sagen, ich verarbeite das Ganze noch etwas, was alles im Krankenhaus passiert ist, weil, wie gesagt, es gab eben auch diese schlechten Momente. Aber das, was ich mir vor der OP gedacht habe, was ich mir erhofft hatte, ist, dass ich nach dieser Operation, wenn alles vorbei ist, dass ich sagen kann, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und es ist zwar noch nicht alles verheilt, aber ich kann hier sitzen und ich kann sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe keine Sekunde lang, egal wie schwer es war im Krankenhaus, das angezweifelt oder es bereut. Überhaupt nicht. Ich fühle mich super wohl und ich fühle mich, auch wenn es noch nicht vorüber ist, ich habe ja noch zwei OPs vor mir und das Ganze untenrum ist auch noch nicht ganz vollständig und komplett funktionsfähig, aber trotzdem fühle ich mich schon etwas vollständig. Ja, irgendwie fühle ich mich vollständig. Ich weiß einfach, okay, es braucht noch ein paar Schritte, dass das Ganze dann fertig ist, aber ich habe den Penis jetzt und es hat sich irgendwie total komisch, so darüber zu reden, aber man muss darüber reden. Das ist super wichtig. Und ja, ich glaube, man sieht es mir vielleicht auch an, dass ich zufrieden und glücklich bin. Ich habe auch gestern irgendwie eine Nachricht bekommen, dass man es auf einem Bild gesehen hat, dass ich jetzt zufriedener bin als davor. Und das fand ich irgendwie sehr schön, dass man das von außen erkennt, ohne dass ich irgendwie was erzähle. Damit ihr euch so vorstellen könnt, was ich dann mit so diesen negativen Momenten im Krankenhaus meine, erzähle ich euch vielleicht eine Sache kurz. Und zwar am fünften Tag Post-OP wird der Verband gewechselt, wenn alles nach Plan läuft. Bei mir lief es nach Plan etwa. Man muss sich vorstellen, man hat hier am Arm einen dicken Verband, also dicker als jetzt. Und untenrum ist alles verbunden mit Pflastern und man hat einen Katheter. Und es wird auf einmal alles abgemacht, der Katheter wird rausgezogen. Und es wird sauber gemacht, dauert alles auch ziemlich lange. Es ist nicht nur mal kurz Verband abmachen und neu drauf. Und das macht ein Arzt. Ja, der Arzt hat mir auch immer Pausen gegeben, um durchzuatmen. Es hat auch manchmal ein bisschen wehgetan, wenn die das so desinfizieren und dann so draufdrücken. Und das war natürlich irgendwie für mich, was ich schon befürchtet hatte, ziemlich krass, meinen Arm so zu sehen. Das ist einfach eine riesen offene Wunde am Arm. Er hat mir auch so gesagt, ja, ich kann sie jetzt vorwarnen, das wird jetzt aussehen wie Frankenstein in etwa. So sah es auch ehrlich gesagt aus und das ist natürlich sehr erschreckend, wenn man das an seinem eigenen Arm sieht. Ich wusste davor, wie es aussieht, aber es ist nochmal ein Unterschied, wenn man es an seinem eigenen Körper sieht. Ja, er hat mir natürlich dann aber auch so Pausen ihm gegeben, dass ich durchatmen konnte. Das fand ich sehr nett und einfühlsam. Und dann hat er weitergemacht und unten alles abgemacht und den Katheter rausgezogen. Und dann lag ich da erstmal mit diesen riesen Veränderungen an meinem Körper. Ja, mein Arm halb weg, halb offen, keine Ahnung. Unten auf einmal ist da was da. Ich habe ja am Bauch eine Narbe und in den Oberschenkeln, wo das Hauttransplantat rausgenommen wurde, das war alles komplett geklammert. Und das sieht halt am Anfang einfach nicht wirklich sehr, ja, schön aus. Ein bisschen erschreckend irgendwie. Und das sind einfach so viele Veränderungen auf einmal, die man an sich selbst sieht. Und man liegt da im Krankenhaus. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht richtig euch erklären, wie ich mich da gefühlt habe, aber es war einfach überwältigend und es war einfach sehr, sehr viel auf einmal. Und als der Arzt rausgegangen bin, ich war zu dem Zeitpunkt alleine im Zimmer, habe ich ehrlich gesagt erstmal angefangen zu weinen, weil ich musste das irgendwie gerade alles ein bisschen verarbeiten, ein bisschen rauslassen. Und dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, um damit klarzukommen. Und gar nicht, weil ich so war, oh Gott, ich will wieder zurück, sondern es war einfach gerade viel für mich und dann ging es aber auch wieder. Und es war einfach dieser eine Moment, es war eine Riesenveränderung, die ich auf einmal in meinem Körper gesehen habe, aber man gewöhnt sich so schnell an Dinge, das ist unglaublich. Ich werde euch jetzt bald noch die Bilder zeigen von meinem Arm und da werdet ihr auch sehen, dass es
mein Arm sieht einfach nicht mehr so aus wie davor. Aber ich habe mich so schnell dran gewöhnt. Die ersten Male, als ich dann mal duschen gehen musste und den Arm natürlich offen gesehen habe, war ziemlich krass für mich. Aber nach einigen Malen habe ich mich dran gewöhnt und habe das so angenommen, okay, mein Arm sieht jetzt so aus. Und der ist auch relativ schnell, sah der dann auch viel besser aus. Und heute, als ich in den Spiegel geschaut habe und meinen Arm gesehen habe, habe ich zu mir einfach gesagt, es ist okay. Und es ist okay, wie er so jetzt aussieht. Weil ich möchte gar nicht mehr sagen, dass es irgendwie eklig oder schlimm aussieht, sondern ich sag jetzt lieber, mein Arm sieht jetzt einfach anders aus. Er sieht anders aus wie davor. Und das war mir aber auch bewusst. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm und ich möchte auch das einfach für mich so annehmen und ich möchte diese Narbe, die an meinem Arm entstehen wird, nicht irgendwie hassen oder so, sondern ich möchte sie für mich annehmen und sagen, okay, mein Arm sieht jetzt anders aus, aber es ist okay. So, jetzt haben wir aber genug über Gefühle gesprochen und so, ich zeige euch jetzt Bilder und Trigger Warning, also wer keine Wunden oder große Narben oder so sehen kann, der das weiß, der sollte jetzt irgendwie abschalten, ja, oder vorspulen. So, ich blende euch jetzt eben hier drei Bilder ein von meinem Arm, so von jeder Perspektive, dass man mal so ungefähr sieht. Ich habe noch am Arm so zwei kleine offene Stellen, weil ich hatte so eine Stelle einfach an dieser Seite, wo die Haut nicht so gut angewachsen ist, was dann gar nicht schlimm war, sondern die Haut, die an dieser Stelle nicht angewachsen ist, die ist weggegangen sozusagen. Dann war da eine Wunde und die ist zugegangen. Und jetzt sind da einfach noch zwei kleine Stellen, die offen sind von dieser Stelle. Aber die werden dann auch, ich schätze mal so in einer Woche oder so, wird das dann auch komplett zu sein. Und ich muss eben den Arm noch so lange verbinden, bis ich meinen Kompressionsstrumpf bekomme. Den muss man anfertigen lassen und den kann ich erst anfertigen lassen, wenn meine Wunden zu sind. Deshalb habe ich eben noch die ganze Zeit diese Watte dran und schmier den mit Panthenolcreme ein. Genau, und wenn alles zu ist, dann werde ich eine silikonhaltige Narbencreme verwenden, um die Narbe, ja, zu fördern. Hier habe ich jetzt noch so ein Video, dass man einfach mal so ein bisschen sieht, wie das aussieht. Ja, wie gesagt, ich persönlich finde es irgendwie gar nicht mehr schlimm. Ich meine, klar, es sieht halt anders aus, ja. Und ich denke mal, auch wenn man es einfach zum ersten Mal sieht, dann ist das so, ja, vielleicht krass für einen selbst, aber wenn man sowas öfter gesehen hat oder das einfach selbst auch öfter sieht, dann gewöhnt man sich wirklich, wirklich schnell daran und ich finde es, wie gesagt, einfach nicht mehr schlimm. So, und jetzt werde ich euch noch zeigen, wie ich meine Hand und meinen Arm mittlerweile einen Monat Post-OP bewegen kann und werde euch gleichzeitig ein Video einblenden, wie es 10 Tage Post-OP war, weil am 10. Tag Post-OP darf man anfangen mit Bewegung der Hand, dass ihr einfach jetzt hier einen Vergleich seht, weil der Vergleich ist ehrlich gesagt ziemlich krass. So, genau, das erste, was man eben gemacht hat, war einfach auch die Fingern zum Daumen bewegen und das geht wirklich jetzt einwandfrei, also das funktioniert sehr, sehr gut. Dann ist nächstes auch eine Faust zu machen. Da ehrlich gesagt, meine Hand geht zwar fast komplett zu, aber mit noch nicht so viel Kraft. Aber ich kriege sie auf jeden Fall zu und ich kann auch den Daumen hier so einschließen. Genau. Ansonsten von der Beweglichkeit so. Das geht alles. Eben auch die Finger so zu bewegen. Wo ich noch eine Schwierigkeit habe, ist einfach mein Daumen, aber der ist einfach meistens dieser kritische Punkt und eben dieses Abknicken. Ich kann ihn noch nicht komplett abknicken. Aber das ist jetzt mit der Zeit auch schon viel, viel besser geworden. Also am Anfang konnte ich ihn gar nicht abknicken. Dann nach unten bewegen, wenn man jetzt mal hier einen Vergleich hat, da sieht man, da schaffe ich das noch nicht ganz. Und nach oben ist eigentlich das Kritischste. Und ich versuche gerade das hier zu machen. Und ihr seht, wie viel geht. Also ja, es ist einfach bei jedem unterschiedlich. Manche sind da schneller, manche sind langsamer. Was ich auch mache, einfach dann so passiv mit reindrücken. Und das eine ist, dass es hier zieht. Und das andere ist, dass es einfach nicht weiter geht. Also auch, ich kann mich anstrengen, so viel ich will. Und auch wenn ich das Ziehen ignorieren würde, würde es halt noch nicht weitergehen. Aber das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Ich gehe auch zur Physiotherapie und da üben wir das alles. Und ja, vielleicht kann ich euch noch die Drehung zeigen. Also das sieht man auch, es geht, aber es geht noch nicht so gut wie mit dem anderen Arm. So, ja, wie man sieht, das Ganze braucht noch Zeit und Übung. Genau, also ich wusste einfach nicht, wo ich anfangen soll, weil es gibt wirklich, wirklich viel zu erzählen. Und mit dem Video wollte ich einfach jetzt mal anfangen, über das Thema zu sprechen, euch ein Update geben. Ich habe auch überlegt, dass ich mal so ein Q&A mache.
dass ihr einfach eure Fragen stellen könnt. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert doch auch gerne meinen Kanal, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!